Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einem erneuten Video von mir, eurem Lazos Ikrafazos. Heute haben wir spezielle Themen anzuschneiden. Ich bin letztens nochmal über mein neues Video drüber gegangen, okay? Jungs, ich begrüße euch ganz herzlich zu eurem ersten YouTube-Auftritt. Oh Mann. Ach, Herr Jemini. Das ist nicht im Sinne Ernst, oder? Junge, du bist so behindert. Also, man muss ganz klar sagen, im letzten Video habe ich eigentlich probiert, den Leuten so ein bisschen zu zeigen, dass ich, naja, wie soll ich sagen, dass ich eigentlich normal bin. Die ganze Aktion ist dann allerdings irgendwie komplett nach hinten losgegangen. Der Wichser über die Straße gelaufen ist, ja. Bist du eigentlich komplett behindert? Yeah. Haben wir beide ein Problem hier, oder was? Alles klar, liebe Leute. Heute geht's um ein anderes Thema, okay? Und zwar, ihr seht's schon im Titel. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich auf Tinder unterwegs bin, aber... Immer hab ich gesagt. Ja gut, das hab ich aber. Ja, ich war also eben auf Tinder unterwegs, okay? Dort werden Pärchen zusammengestellt, ja? Das ist wirklich eine Plattform, da lernt man sich langfristig kennen. Also ich sag's mal so... Über Tinder können sich auch Freundschaften aufbauen, ja. Die Leute, die es dann nutzen, nur um hier Sex zu haben oder sowas, das finde ich unter aller Sau. So ist die Plattform nun wirklich nicht angedacht. Ich habe schon über Tinder viele Freundschaften geschlossen, sogar mit Jungs. Gay! Was labert dieser Lelek? Nein, Spaß beiseite. Wisst ihr, ich war ganz normal am Tindern, hab geguckt, wer gefällt mir nicht. Dislike, 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 dislike. Bis ich dann plötzlich diese eine Person getroffen hab. Dislike, 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 dislike. Und dann stand sie plötzlich vor mir. Luisa. Dann hab ich ihr einen Like gegeben, okay? Und wie der Zufall es so will, war es ein Match! Yes, Mann, ich habe eine Hübsche geliked, die mich auch zurückgeliked hat. Das Ganze kann nur ein Versehen sein. Dann ist es im Prinzip so gelaufen, dass ich mir gedacht habe, hey, warum schreibst du die gute alte Luisa nicht einfach mal an? Sage ich hier also Hallo, ja? Dann schreibt sie mir zurück, hey, wer hätte gedacht, dass wir uns ausgerechnet hier wiedersehen? Und ich halt erstmal so, yo, wahrscheinlich wiedersehen. Und dann habe ich halt so geschrieben aus Joke, ja, ich bin auch total schockiert, ja? Hat sie geschrieben, aber ich wundere mich auch, dass wir uns nicht mal in Stuttgart begegnet sind. Alles, aber nicht hier. Dann, ganz komisch, schreibe ich zurück, woher kennen wir uns? Darauf ist dann irgendwie keine Antwort mehr gekommen. Also nachdem dann die Konversation unterbrochen wurde, dann gestern mit dem Sascha unterwegs war, mein Handy genommen und hat ein bisschen die Tinder-Matches für mich bearbeitet. Plötzlich sagt er, Nico, seit wann matchst du hier mit YouTuberinnen? Und ich so, Sascha, du alter Scherzkeks, ja. Ich würde doch niemals mit irgendwelchen YouTuberinnen matchen, ja. Das ist überhaupt nicht mein Stil. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn die Luisa das Video hier sieht und das Video hat keine 50.000 Likes, Leute, dann wird die sich niemals mit mir treffen. Moment mal. So eine Forderung, das wäre ja überhaupt nicht mein Stil. Die gute alte Luisa ist YouTuber. Gucken wir uns doch mal ein paar geile Videos von der Luisa an. Ich bin schon gespannt, oder Leute? Luisa Crashian. Geiler Name. Die Luisa Crashian hat seit 2 Monaten kein Video mehr gebracht. Sag mal, Luisa, was ist denn da los? Ich muss echt sagen, ich finde, die Luisa ist echt eine Süße. Interest Deko-Ideen. Deko selber machen, Zimmer dekorieren. Das wollte ich schon immer mal machen. Und viele meinten, wir sehen uns eigentlich total ähnlich. Aber naja, verschiedener könnten wir eigentlich gar nicht sein. Denn ich habe Locken, sie hat glatte Haare. Und genau das ist es nämlich, liebe Leute. Unterschiedlicher könnten die beiden sich nicht sehen. Das ist Tag und Nacht, seht ihr es nicht, Leute? Das haben wir, seid ihr blöd. Guckt euch da hinten Johnny an, der hat zum Beispiel eine Mütze an. Jonathan keine Mütze an. Alter, die Jungs sind komplett unterschiedlich. Und ihr dürft auf keinen Fall das Video von der lieben Diana verpassen, denn sie zeigt euch in ihrem Video, wie ihr euren Kleiderschrank aufmacht. Ach, die Diana, das ist ja eine nette. Die zeigt euch, wie ihr euren Kleiderschrank einräumt. Leute, ich weiß es, die Diana gibt euch wahrscheinlich schon die Tipps, wie ihr euren Kleiderschrank am besten einräumt. Aber ganz ehrlich, es gibt einfach eine Variante, die ich besser finde. Ich finde es jetzt hier schon ganz okay, aber wie ich es am besten finde, ist einfach wirklich die 2/16er Variante, und zwar, dass man die Kleider einfach so einräumt. Mit der Methode seid ihr meiner Meinung nach einfach am... Es regnet. In Strömen. Mitten im Juni. Ah!
Aber liebe Luisa, ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Unsere Konversation hat sich einfach verlaufen. Wir haben einfach keinen Kontakt mehr. Du lädst auf YouTube auch seit 2 Monaten keine Videos mehr hoch. Habe ich irgendwas falsch gemacht, Luisa? Ich weiß gerade echt nicht, wie ich mit der Situation umgehe. Luisa, also, wenn du das Video hier siehst, dann überlegst du doch einfach nochmal, ob du mir vielleicht auf Tinder oder auch vielleicht auf... Verpiss dich!